Willkommen zurück. In der letzten Folge hatten wir hier aufgehört mit Samantha, die uns anscheinend aus unserem letzten Leben kennt, aus unserem Menschenleben, aus dem Leben leben. Und sie glaubt jetzt, wir hätten das Gedächtnis verloren, weil ich sie nicht erkenne oder weil ich zumindest so getan habe. Und wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, wenn wir sie nicht davon überzeugen, dass wir es nicht sind, dann kriegen wir eine Maskerade-Violation. Also eine Maskerade-Verletzung. Weil wir eben tot sind. Wir sind ein Vampir. Das ist vorbei. Was? Nein, nein! Oh Gott, ich habe keine Überzeugungsmöglichkeiten gehabt. Sie will einen Anruf machen. Okay, hier haben wir doch Telefone. Du, die du, die du. Die du, die du. Die du. Ja, das ist der Weg. Ich werde sie selbst das Gedächtnis verlieren lassen für kurze Zeit. So geht das. Wunderbar. So, Lucky Star Motel ist hier. Ich habe eine Sache noch hier. Carnival of Death. Nein, ich kann. Matan. Ich habe einen Schlüssel für das Lucky Star Motel gefunden. Und es liegt ja auf dem Weg zum Internetcafé. Oh, hallo. Ja, die haben hier neue Prostituierte an der Straßenrand stehen. Hey, ja, ist Hollywood, nicht? Muss man was anderes liefern. Und. Ja, ich wohne ja hier. Ich habe einen Schlüssel. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich habe einen Schlüssel. Entweder hier... Nee. Oh, nee. Ich will ja nicht einbrechen. Ich will irgendwo mit einem Schlüssel rein. Das ist auch verschlossen. Verschlossen. Okay, ich hätte auf der anderen Seite bleiben sollen. Na komm, ich habe einen Schlüssel hier für irgendwo eins von denen. Ah! Okay. Schade, wenn ich nicht die ganzen anderen Türen probiert hätte, hätte ich den noch retten können. Wo ist die Leiche hin? Okay. Verwirrung ist groß. Was haben wir hier? Ah ja. Mal sehen, was das Quest-Logbuch mir dazu sagt. Ah. Ich habe eine Business Card gefunden. Ah, das ist dieser Carnival of Death, die Quest, genau. Und die Muddy Quest habe ich anscheinend offiziell beendet. Mal sehen. Matthand, ich habe ihn gefunden. Er ist das neueste Opfer des Serienmörders geworden. Ah ja, und ich habe in meinem Inventar eine Karte von Brother Salvage. In Santa Monica, der Schrottplatz. Das heißt, da finde ich vielleicht den Mörder. Den Serienmörder. Also gehen die zwei Quests zusammen, so gehören die zusammen. Alles ein bisschen verwoben. Das heißt, ich kann demnächst auch nach Santa Monica gehen und sagen, hey, übrigens, hör auf, Leute umzubringen. Serienmörder. Oder, ja, irgendwas in der Richtung. Hier ist das Internetcafé Ground Zero, Internetcafé and Gaming Center. Ich will aber zuerst hier rein. Ja, ich muss ein bisschen Alkohol kaufen. Oh, und das ist der Shop. Oh, das ist Deb. Nobody to fall asleep next to? Go ahead and pull the radio into bed. That's what I'm here for. Oh. And hey, why don't you call me sometime? Area code 323-KL5-KTRK. Looks like somebody's been waiting in the queue quite a while to speak to yours truly. So, caller, why aren't you asleep? Insects. Insects. As in you have an insect problem, or chirping crickets are keeping you up, or you have nightmares about them. Help me out here. No. Don't you know? When you fall asleep, they can crawl into your mouth or your ears or your nose. You can't prevent it if you're asleep. I mean, what can you do? Are there any scientists out there listening to this? I read something. I don't... Okay. Okay, wenn ihr das fertig hören würdet, dann müsst ihr euch das Spiel kaufen. Aber das Radio ist wirklich gut in dem Spiel. So, oh. Hey, Mann. Welcome to Red Spot, home of Monstro Chug. 72 ounces of your favorite beverage for 89 cents. Blah, blah. You need help with something? Blah, blah, genau. Blah, blah. Ja. Always. You should come out and see my band, A Bowl of Cereal. We're playing tomorrow night at the crematorium.
$5, two drink men. We're gonna ruin the place. Oh, yeah. Noch irgendwas anderes. Yeah, the Vesuvius rocks. They don't let me in anymore, but damn, the girls in there, dude. It's like midget smuggling ring in there. Das ist, das Vesuvius ist, der Stripclub hier in Hollywood. Es gibt einen Stripclub in diesem Spiel. Und der ist hier. Also perfekt, da gehe ich vielleicht hin. Hey, you know, you should really ask me about the special, you know? Ja, wir sind ja jetzt Freunde und so weiter. Also hey, wie ist das mit dem... Ich beiße, genau. Was ist das Special? I'm glad you asked that, bro. Seeing as how you look trustworthy or something. I got this special where you buy some really expensive burrito tots or grapefruit juice. You get a free weapon of your choice, bro. You interested? Absolut. Also hier, du hattest mich bei Burrito. Ja, also da, klar. Auf geht's. Oh, Dirty Harry. Ja? Feeling Lucky Punk. Ja, das steht sogar. Dirty Harry. Death, death, death. Spin, spin, spin. Sex. Crack you on the ass. Cut you with broken glass. Choke you until you gas. You must be at least as high as this counter to buy alcohol, porn and or... Was? Was zum Teufel? Also ich kaufe auf jeden Fall diesen Vorschlaghammer. Death, death. Hab ich den gekauft? Spin, spin, spin. Sex. Inventory full. Okay. You gotta buy something? Ja, hör mal auf, hetz mich nicht. Okay? We ain't giving it away. Dass sie mich immer hetzen müssen hier. Nimm mein ganzes Zeug. Das sind alles meine Uhren. Die habe ich alles zum Geburtstag bekommen. Das ist auch alles mein Morphin. Gute Güte, was habe ich für viele Drogen dabei? So, was haben wir noch? Ich kann ihm meine... Okay, dein Gesinge belastet unsere neue Freundschaft, Junge. Hör auf. Wirklich schlimm. So, verkaufe ich ihm meine... die habe ich an. Die kann ich dann verkaufen. Nee, ich kann generell keine Klamotten verkaufen. Okay, wir kaufen auf jeden Fall das leichte Leder. Mehr Rüstung. Mehr Rüstung. Minus 1 Geschicklichkeit. Okay. Okay, werden wir mal mit umgehen. Ich kaufe mir auch die Magnum. Hör auf zu singen, Mann. Und den Vorschlaghammer, den kaufe ich auch. Komm. Hallo? Hier, du kannst meinen Polizeiknüppel haben. Ah, tatsächlich. Kannst du das Ding haben. Kannst du das Ding haben. Willst du den Arm zufällig? Du wärst so einer, von dem ich glaube, dass du den Arm wirklich gebrauchen kann. Was haben wir hier? 9mm für die Glock. Ei, warum eigentlich nicht? Oder? Die sind ja relativ billig. Ich sehe jetzt den Preis zwar nicht. Doch, 19. Da oben steht er. Ja, komm. Gentleman. Ah, Gentleman, Gentleman. Es gibt etwas Wichtiges, was ich nicht vergessen darf. Ich muss meine Klamotten anziehen. So, Gentleman. Oh, naja. Okay, so toll sieht's denn auch nicht aus. Sieht aus, als wäre es Winter hier. Ah, was soll's. Style kennt keine Grenzen. Ich bin Toreador. Ich spiele Toreador. Wenn ich etwas anhabe, dann ist es automatisch modisch. Das ist die Regel, ja. Schlagt's nach. Steht im großen Buch. Auf ins Internetcafé. Franz K. Kafka. War das Passwort. Also andersrum. Und der Ordner hieß Franz K. Oder Fritz K. Josef K. Josef, was ist mit Franz? Nein. Hier nicht. Was läuft denn hier? Das ist Spoiler. Ein Buch über Internetgedöns. Was haben wir hier? Apps. Apps. Da kommen wir nochmal rein. Nix. Oh doch. Da war Apps. Was wollte ich nennen? Sorry. Apps. Dir. Access denied. Okay. Ich suche nach einem Directory. Ah, okay. Hier, das kann ich für irgendetwas auch benutzen. Das muss ich mir merken, dass man hier die toten Celebrities nachlesen kann. Okay, das Passwort wird nix. Mein Skill ist mit 4 zu niedrig für solche Späße. Wo ist denn das mit dem Kafka jetzt? Ah, Randale. Mehr Randale. AWP-Hor. Ja. AWP-Hor. Ich habe letztens das neue Counter-Strike gespielt. Naja. AWP-Hor. El... Gurdsk.
Okay, es muss sehr offensichtlich sein. Und ich habe ihn übersehen. Bei jeder Gelegenheit den richtigen Rechner. Das ist er nett. Das muss er sein. Apps, dir, access denied. Your account balance is... please speak to a Ground Zero employee. Och nee, oder? Hey. Arbeitet hier irgendwer? Da komme ich nicht rein. Ich mache Unordnung jetzt hier. Steht ein Wort. Kann ich nicht lesen. Arbeitest du hier? Du arbeitest hier, oder? Siehst so aus, so traurig und... Gott, diese ganze Pizza. Scheiß Menschen hier. Okay, Toilette. Okay, es muss etwas sehr Offensichtliches sein. Joseph K. Kafka. Directory named Joseph K. Hier gibt's kein Directory, nur da hinten gibt's Directories. Hier sind keine Angestellten. Hollywood Celebrity Database? Ah, Ground Zero Internet Café, E-Mail. Hacken. Okay, E-Mail. Kafka. Okay. Anscheinend stand der Name. Joseph K. stand da als Name. Meet me in the back alley behind the fast buck. Okay, Computervirus. Okay. Ist völlig normal, ja. Also hinter dem Ort, wo ich gerade diesen teuren Saft gekauft habe. Mit dem Vorschlaghammer, der dran war. Als Beigabe. Werbegeschenk, ja. Hallo. Was hast denn du in dieser Hinterstraße da gemacht? Da willst du halt mit mir reden, da würde ich auch nicht drüber reden wollen. Was sind das da? Falten in deiner Strumpfhose? Gar nicht gedacht, das... Egal! Bevor ich mich hier noch verliere. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis in der nächsten Folge.